Hallo, herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal und herzlich willkommen hier auf der brandneuen Bergisch Landmap. Ja, ich habe mir die Map schon mal angeguckt und habe sofort eine neue Lieblingsmap entdeckt. Was der liebe Ludimusi, also der Stefan von der Holzer-Map, uns hier wieder gezaubert hat, der helle Wahnsinn. Und das einfach nur so aus dem Stegreif. Es ist kein 1:1 Nachbau. Aber es soll das Bergisch Land widerspiegeln, sage ich jetzt mal. Na? Wie gesagt, es ist kein 1:1 Nachbau. Ja, denn es ist zwar hier ein wenig hügelig, uneben und gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Es ist einfach spitze, aber Bergisch Land kommt nicht daher, dass es bergig, hügelig, viele Täler, viele Berge gibt, sondern das hängt mit dem ehemaligen Gutsherrn oder Graf von Berg zusammen. Gut, nur als kleine Randbemerkung dazu. Ich möchte euch heute meinen Hof vorstellen. Hier vorne ist der Schlafträger. Das heißt, das ist mein Häuschen hier. Hier schlafen ich und meine Familie. Nettes kleines Teil. Gut. Die Dinger hier, die sind vermietet. Da wohnt der Rest der Family. So, und dann sind wir auch schon auf dem Hof. Die Hofgestaltung, genau so stelle ich mir im Bauernhof vor. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Genau so. Nicht anders. Ja. Der ganze Hof verläuft über zwei Ebenen. Die eine etwas höher, wo wir einen Unterstand haben, und der Rest des Hofes ist ein bisschen tiefer. Ja, aber die Aufteilung von dem Hof, die ist einfach der Hammer. Die ist einfach der Hammer. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, wie gesagt, hier oben haben wir noch einen Unterstand. Da steht noch aus dem Startfuhrpark die Krone. Kommt prima drinne. Die V180XC Rundballenpresse reicht mir völlig aus. Die habe ich gelassen. Den restlichen Startfuhrpack habe ich zum größten Teil alles weg. Ja, bis auf ein, zwei Sachen hier, wie zum Beispiel die Rundballpresse und den Zeta, den habe ich erstmal behalten. Aber beim Zeta, da bin ich mir noch nicht ganz so schlüssig, ob ich den noch weiter behalte. Ich denke mal eher wohl nicht. Weil das ist ja auch wieder so ein Ding, Marke Standard, und ich möchte auch mal mit Anhängergeräten arbeiten. Meine, was heißt andere Geräte? Prinzipiell funktionieren sie sowieso alle gleich. Das ist dann halt nur der Hersteller, ob Krone, Kuhn oder Fendt oder Deutz oder wie auch immer. Ja. Ja, hier haben wir unseren Kuhstall und die Kuhweide. Nettes kleines Gimmick. Und hier wäre dann auch der Trigger. Ja. Der Kuhstall ist der Hammer. Der ist geil. Die finde ich richtig gut, also kann man nicht anders sagen. Gut, zack, machen wir wieder vor. So, dann haben wir hier vorne einen Unterstand, beziehungsweise ein schönes Garagengebäude. Und hier stehen schon ein paar Geräte drinnen. Als allererstes haben wir hier erstmal den Kerner Corona 500 mit nur kleinen Saattank oben drauf. Ja, drei Geräte in einen. Wenn wir nämlich die Räder hier weglassen, können wir damit Tiefen grubbern. Ich hoffe, wir kriegen dadurch die Statusmeldung weg, dass sie geflügt werden muss. Das würde ich ganz gerne mal ausprobieren. Das wird dann aber auch erst in der nächsten Folge sein. Und als Seemaschine erstmal für das Wichtigste überhaupt habe ich die Revit 400C. 4 Meter Arbeitsbreite reicht völlig aus. So. Schlepper Nummer 1. MB-Truck 1100 Intercooler. 180 PS. Jetzt werden einige vielleicht sagen, ständig dieselben Maschinen. Ja. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, es gibt nicht viele Schlepper, die mir jetzt wirklich so gefallen. Na,
Es bringt mir nichts, wenn ich mit einem Schlepper spiele und ich möchte eigentlich nicht mit dem spielen, weil ich sag mal so, weil ich habe damit kein gutes Feeling. Ja. Wenn ich mir keinen Spaß mache, mit irgendwas zu spielen, mit irgendwelchen Geräten zu spielen, dann spiele ich damit auch nicht. Ja. Deswegen, und wie gesagt, Schlepper gibt es wirklich nicht allzu sehr viele. Zum Beispiel, ich kann euch ja mal sagen, was für mich wirklich wichtig ist. Man kriegt die Türen auf, entweder über Simple IC oder über IC. Gut, beim Betra kann man nur eine Maussteuerung, die auch ein wenig kompliziert ist, aber das Ding hat ein sehr, sehr geiles Fahrverhalten. Auf dem Acker und auch auf der Straße. Das ist ein richtiges Arbeitstier. Und deswegen spiele ich mit dem halt sehr, sehr gerne. Und deswegen ist er jetzt auch hier wieder mit auf der Bergisch Land. So, als nächstes wirklich frisch runtergeladen. Den hatte ich vorher noch nicht. Ein Fendt 724 SCR. Der verfügt über eine Reifendruckanlage. Und man kann die Türen öffnen. Ganz wichtig, wie ihr sagt, gerade eben schon, über IC. So, und den Case Puma 175 mit 175 PS. Also wir sind da hier so mehr oder weniger mit die Schlepper im mittelsten Segment angesiedelt. So. Reicht doch aus für die Map hier. Weil ich glaube, das größte Feld hat knapp etwas über 4 Hektar. Und der Warte, das reicht völlig aus. So. Machen wir mal hier hinten weiter. Dann haben wir hier ein Durchfahrtssilo. Und hier hinten steht eine kleine Hof-BGA, die wir füttern können. Schon mal mega. Haben wir noch eine kleine Nebeneinnahme. Was für mich auch noch jetzt sehr interessant war, ist, dass die Map Horse Extensions ready ist. Also Mais Plus und der ganze Schnickschnack. So, dann haben wir hier den Turbo Formal P4107 bzw. 41.7, nicht 07, sondern .7. So. Und hier ist dann unsere kleine Werkstatt. Dazu habe ich hier die Toolbox vom LFSM-Team. Ja. Dadurch, dass wir hier leider keinen Werkstatttrigger haben. Aber ich möchte ja nur auf dem Hof meine Fahrzeuge auch konfigurieren können. Deswegen habe ich das so gemacht. Dann ist hier das Silo. Da steht auch der Kipper drin. Der sollte uns reichen. Der hat 16.800 Liter Fassungsvermögen. Das ist der T16800 von Pronar. Ja, oben haben wir noch einen Heuboden. Da können wir dann schön Heu lagern, Stroh lagern. Hier holen wir das ganze Außenfarmsilo wieder raus. Ja. So. Doch, glatt mal was gucken. Nee, ich guck gerade mal, ob wir auch irgendwie da oben rankommen. Nee. Da kommen wir nicht ran, also macht das auch wenig Sinn, wenn wir da was einlagern. Das kriegen wir ja nie wieder raus da. Da ist leider auch keine Luke. Nee. Gut, dann sind wir jetzt hier am Schweinestall. Hier können wir noch ein bisschen was unterstellen. Aber was hier am Schweinestall sehr gut ist, ist, wir haben hier einen Heuboden, den wir auf jeden Fall nutzen können. Ja. Weil
Hier haben wir eine Dachluke. Und hier kriegen wir auch die Türen auf. Das heißt, hier können wir entweder stellen wir hier ein Förderband dran. Aber dann bräuchten wir einen kleinen Lader hier oben. Deswegen diese kleinen HD-Ballen können wir ja per Hand tragen. Und die, denke ich mal, werden wir dann hier oben einlagern. So, für die Tiere zum... Na, komm, lass mich durch. Ach, das ist doch... Ist doch ein Graus manchmal mit die Türen. So. Und hier oben haben wir auch nochmal Platz. Das heißt, man könnte unten Heu und hier oben Stroh oder andersrum wieder... Wie ich das denn nachher mache, weiß ich auch noch nicht. Ich denke mal, irgendwie mache ich das schon. So, können wir hier erstmal die Tür zumachen. Na? Ah, schnell weg. Ja, und hier sind die lieben Schweinchen. Was ich hier noch nicht gefunden habe, sind die Hühner. Aber warte mal, ich glaube, die habe ich gerade entdeckt. Ja, wie gesagt, den Rinnen, das Milchviehstall, das habe ich euch ja schon mal von der anderen Seite gezeigt. Dann haben wir hier noch einen kleinen Unterstand, wo wir noch Sachen einlagern können. Hier ist dann die Güllegrube. Da steht dann schon unser Gülleanhänger, der Kontergarant PT1600. Selbstverständlich mit dem Manuro-Hose-System. Ja, wenn ihr euch die Map runterladet, dann kriegt ihr da noch so eine PDF-Karte, beziehungsweise so eine PDF-Datei. Da könnt ihr euch direkt einmal durchlesen, wo hier was ist. Wo ihr was einfüllen könnt. Hier zum Beispiel die Hühner? Ja, hier sind die Hühner. Ah, hier hinten sind sie. Ah, und geil gemacht. Also wirklich echt geil. Ja, das ist ein Schlag von uns hier. Wir haben insgesamt 4 Stück. Die 49, die 48, 41 und die 5. Sorry. Und ja, und Grasfelder haben wir denn die 51. Müssen wir mal gucken, wie groß das ist. Ich hoffe, dass das ein bisschen größer ist. Das müsste rein theoretisch das hier sein. Ah, allzu groß ist das nicht. Wäre vielleicht noch ein zweites. Interessant. Dass man sich vielleicht noch ein zweites anschafft. Mal gucken. Was haben wir denn noch an Penunsen? Ja, das sehen wir ja gleich. Wenn nicht, dann müssen wir halt auch noch ein bisschen fahren. 97.1,63. Da haben wir 1,1. Also ist das ja noch ein bisschen größer. Ein bisschen Geld brauchen wir noch. Das ist jetzt noch der Rest aus dem Startfuhrpark, den ich verkauft habe. Dann mal da. 1,86. Ist auch gleich wieder ein Ende teurer. Ja.
Naja, die 27 ist viel zu klein. Ist viel zu klein. Das bringt gar nichts. Aber bei Infeld machen wir sowieso Luzerne. Weil Luzerne brauchen wir für die Tiere. Wir schauen mal diese Saison, dass wir auf jeden Fall mal die ganzen, sag jetzt mal, Zutaten kriegen für die Viehzucht. Dass wir dann auch relativ zeitnah anfangen können mit der Viehzucht. Wir haben ja die Milchviecher, die Schweine und die Hühner. Ja. Schauen wir mal. Das war verkehrte Taste. Zack. Weil wir brauchen auf jeden Fall. Heu, Kleeheu, Luzerne Heu, Heu Pellets, Grassilage, Maissilage, GBS siliert. CCM, Mais, Getreideschrot brauchen wir für die Schweine. Das können wir an der Mühle herstellen. CCM oder Mais, Sojabohnen, Raps, Sonnenblumen, Kartoffeln, Zuckerrüben, Karotten. So, und Hühner brauchen wir Getreideschrot, Zuckerrüben, Karotten, Sojabohnen und Mais. Oh. Das ist ja schon ein bisschen was. Zuckerrüben. Ja, dann haben wir ja reichlich zu tun hier. Wollt mal gucken. Und dabei können wir hier nur die Grundsachen einlagern. Brocken können wir noch einlagern. Getreideschrot können wir einlagern. Ist ja nicht mal so schlecht. Ja. Nee, dann lassen wir das mal sein noch mit einem zweiten Grasfeld, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, genau. 4. Eins machen wir zum Luzerner. Mal gucken, wie der Status aussieht. Pflügen müssen wir also nicht. Ach, die 5 ist ja noch ein Grasfeld. Da haben wir eine Düngestufe drauf. Hier ist nichts drauf. Ja, gut, darüber können wir uns ja in einer der nächsten Folgen Kopf machen. Was ich aber mal machen würde jetzt, ist einfach mal zur 5 irgendwie springen.
Weil wenn wir jetzt dahin fahren, das würde ein bisschen die Ketten des Videos sprengen hier. Also springen wir einfach mal zum Shop. Dann mache ich mal die Karte an. Also die brauche ich hier auf jeden Fall noch. Da ist er. Dann rennen wir mal dahin. Es war eingezeichnet auf der Karte als Grasfeld, ist aber keins. Das heißt, hier könnte man Luzerne machen. Ja, das ist schön groß. Ja, denn das ist allerdings ein guter Plan. Darum werden wir uns aber, wie gesagt, in den nächsten Folgen kümmern. Auf jeden Fall, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Und ja, bis zur nächsten Folge sage ich bye bye, euer Agrargamer. Und bleibt gesund. Bis dahin.